So, hallihallo liebe Leute, heute mal wieder was ganz Neues, und zwar All Points Bulletin Reloaded. Ist inzwischen ein Free-to-Play-Spiel, war immer als Abenteuer geplant, ist aber schon seit Jahren ein Free-to-Play-Spiel. Das ist mein Charakter, den ich momentan spiele. Ich werde mal auf einem anderen Server einen anderen Charakter anfangen, weil eventuell ein Kumpel sowieso dort spielt. Der ist schon ein Stück weit, Rang 50, 21 Stunden gespielt, deswegen, ich würde sagen, ich kenne mich zumindest ein bisschen aus inzwischen. Schnell Criminal, los geht's. Auf dem ersten Join World. Ja. Ja, das ganze Spielprinzip ist im Prinzip so ein bisschen wie GTA. Also Polizisten gegen Kriminelle. Im Prinzip spielen sie aber nicht wirklich anders. Ja, Kriminelle können halt Verbrechen begehen, Polizisten können sie davon aufhalten, und wenn man die Automission benutzt, merkt man sowieso kaum einen Unterschied. Zu denen komme ich aber gleich noch. Erstens will ich eine Frau. So, finische Siloin finish. Do you wish to learn how to play? No, it's like to know is computer. Yes. Ich hoffe, diesmal klappt es mit dem Tutorial. So, the tour missions. Oh, ist schön. I've completed the tour missions. So, jetzt werde ich wieder mal als erstes. Nein, ich werde mein. I find my own group, danke. Das erste ist. Game Settings. Diese scheiße Auto-Ready-System deaktivieren. Apply. Danke. Aber warum mich? Ich wäre halt trotzdem direkt in den Rang gesetzt, weil ich schon gespielt habe, oder was? Ich habe keinen Trainee-Rang mehr. Double D. Also Level 3. Komisch. Was auch immer das bedeutet. So. Was ihr machen müsst, um voranzukommen, ihr müsst hier so ein Eid abschließen, und dann sozusagen alles, was ihr verdient an Kohle, wird auf der ihr Konto gut geschrieben, und dann kriegt ihr oben links in der Ecke, seht ihr das, dann levelt ihr dort hoch und dann werden neue Sachen freigeschaltet. Und wenn ihr die ansprecht, die Tusi, seht ihr, was hier so als nächstes freigeschalten wird. Da ist zum Beispiel ein Auto dabei, neue Klamotten und sowas. Ganz cool. So, und dann müsst ihr hier noch hingehen und müsst euch hier was rausholen, und zwar das Item und das Item. Damit ihr die Granaten benutzen könnt in Feldplayer. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Ja, das ist nur bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. So, I. Und zwar, da will ich was reintun. Change. Frag Grenade Select. So, und das andere. Ach, das andere habe ich noch gar nicht freigeschalten. Mein Charaktermod. Scrub, none. Also lieber none als Scrub, also ehrlich mal. Ah nein, hier kann ich das reintun. Da, Character Mods, Change, Field Supplier, Select. So, der Field Supplier macht für euch und eure Verbündeten, wenn ihr die 5 drückt, kann ich mal kurz machen, macht das so auf, dann kann man sich komplett neu ausrüsten. Entweder hält das 30 Sekunden, irgendwo stand das mal, der Countdown, oder ich mach's da wieder zu. Zack, so. Jetzt habe ich einen 5 Minuten Cooldown auf den, rechts oben seht ihr das. So, das andere sind Granaten, die halt mit G werft. Wenn er lange geht, drückt, können wir die in der Hand halten. Also wenn ich hier. Beim dritten Piepen explodiert's. Wie ihr gerade gesehen habt. Uch, was hab ich denn hier gemacht? So, hier sind die Munitionsdepots. Wenn ich Kohle hätte, könnte ich was kaufen. Aber keine Kohle. Deswegen. Achso, und hier, das sind so Autospawner. Wenn da F dran geht, könnt ihr euer Auto spawnen. Ihr habt von Anfang an ein Standardauto, das ist dieses hier. Ihr könnt... Oh, Moment.
Ihr habt später noch. Ach man. Ihr habt später noch andere Autos. Machen wir schon die Reise. Die müsst ihr aber erst kaufen. Mit Dollar. Und dann könnt ihr auch noch modifizieren und sowas. Da kommen wir später dazu. So, jetzt drücke ich erstmal K für Ready, meine Gruppe. Und dann kriege ich hoffentlich gleich eine Aufgabe zugewiesen. Ich könnte es auch über andere Tätigkeiten machen, so zwischendurch, aber das ist so das Typische. Ich mache eine Aufgabe. Sturm und Drang, fettes Brot. Ich hoffe, ich werde mit YouTube kein Problem, aber ich vermute mal schon. Ja, ja, Bettina. Ich könnte auch hier die Dinger nämlich zerfahren, die Items mitnehmen und sie dann über jemanden übergeben an so einer bestimmten Stelle. Aber ich kann es halt einfach sein lassen und warte jetzt, dass ich eine Aufgabe kriege. Jetzt! Mission started. Mission is bursting with positive vibes, sagt die Tussi. Das sagt eine Tussi, die aussieht wie ein blutbefleckter Emo, also ehrlich mal. Wow! Heck! Bam! Heck da. Achso, und eure Notoriety da links oben, diese Sterne. Das ist sozusagen euer Multiplikator. Wie viel ihr bekommt. Und jetzt habe ich gerade eine Kamera von dem Winden genommen. Der ist übrigens auch ein Neuanfänger, das ist halt ein Klamotten. Wo sieht man an den Klamotten, aber dort kackt dann doch der Charakter Sheet auch. Oh, die haben die besten Karten, die sind ordentlich schnell. Die hören sich auch so an. Leute, was macht denn der? Der kann wohl gar nicht fahren. Mit Linksklick hupt man dann übrigens und mit Rechtsklick kann man sie reden, dann machen wir mal welche am Auto hat. Brumm, 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 brumm. Normalerweise kriegt man noch Gegenspieler, wenn man Tab drückt, sieht man dann auch wieder die Übersicht. Momentan haben wir noch keine. Das dauert manchmal ein bisschen. Gut. We are not part of this player's party, lol. Ist er rausgegangen. Typ? Wo fährst du hin? Alter, der kommt halt nicht mehr, bleibt plötzlich stehen oder was? Ach man. Spacko. Was denn das für ein Fail-Bob, ey? Blumen Group reißt das immer wieder. Blumens FTW. Komm ich denn da ran? Ach da, okay, da geht's rein, ja, so. Alles klar. Bin ich schon auf dem Weg? Jetzt chillt doch mal, Leute. Ich bin jetzt hergefahren, um das zu nehmen und einzusteigen. Da war ein Leck. Achso, was ihr noch tun solltet, wenn ihr das Spiel anfangt. Installiert das Spiel ganz normal und wenn ihr fertig mit installieren, deinstalliert den Pando Media Booster. Der ist wohl für manche Lags, wie die hier zum Beispiel, die gerade kamen, kann der verantwortlich sein. Ich werde es auch noch machen. Den Pando Media Booster. Das
ist so ein Ding, das hat auch LOL schon benutzt, hat damals schon Lecks benutzt, ich weiß nicht, warum das immer noch Leute benutzen. Warum ist die Karre so ultra laut, ey? Das ist mein erstes Mal, dass in der Auto bei mir... Oh, der kommt da durch. Naja. Ich laufe den Rest. Warum will ich jetzt eine Mucke und Folie, wo ich drin saß, nicht? Lolololololololol. Delivery complete. Muss jetzt noch was holen? Ach, noch ein Deliver. Man. Irgendwie fehlen mir trotzdem gerade die Gegner. Bam, bam. Weg da, Platz da. You know what? I'm here to party. Party, party, party. Oh yeah, party, party, hard. Party, 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 hard. Übrigens, die SUVs sind ganz cool. Die fahren sich relativ angenehm und flott unterwegs. Also wenn irgendwie ein Auto sucht und dann am Anfang nimmt die SUVs. Was, ich muss die ganze Karre dahin fahren? Lol. Lol, 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 lol. Lol. Da ist irgendwie... gut. Da ist aber jemand hinpoppern. Ich kann übrigens nur Musik play in der Hand an der Pause. Wenn wir die Mission hier fertig sind. What the fuck? Lumens! I block it for you, baby! Ups. Fletch. 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 Bam! Bam! Gewonnen, ohne irgendeine Gegenwehr. Das war jetzt ein dummes Beispiel, weil das nicht auch nicht vorangekommen mit meinem Vertrag oben so richtig. Dann machen wir es anders. Wenn hier anscheinend keine Endforce gerade frei sind auf meinem Level. Quatsch! Raus! Dann machen wir jetzt die andere Variante sozusagen. Ne, ich will nicht in die Gruppe nochmal.